Was Plutus mit Crypto.com zu tun hat und wie du 3% Cashback bekommst, das schauen wir uns im heutigen Video an. Wer schon länger im Crypto-Space unterwegs ist, hat wahrscheinlich damals den Shitstorm gegen Crypto.com wegen der Verschlechterung der eigenen Kreditkarten mitbekommen. Und da war ein großer Profiteur Plutus. Und was ist dann Plutus genau? Plutus ist eine Krypto-Plattform mit eigener Karte und einem eigenen Staking-System. Dort stakest du sozusagen den hauseigenen Token, den Plu, und kriegst bis zu 9% Cashback auf die Karte. Aber warum mache ich dann jetzt erst ein Video, wenn doch der Shitstorm für Crypto.com schon einige Zeit her ist? Guter Punkt, denn jetzt hat nämlich Plutus selber einen riesigen Shitstorm bekommen, beziehungsweise 2023 mehrere Shitstorms, und 2024 ist das Bild, dass Plutus noch so toll ist, auch stark getrübt. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt erst mit einem Video zu Plutus ums Eck komme. Weil mich das sehr stark an Crypto.com damals erinnert, das müsste 2022 gewesen sein. Und da war ja auch Weltuntergangsstimmung, alles ganz schlecht. Dann gab es viele YouTuber und ja auch Kundinnen und Kundinnen von Crypto.com, die haben dann Plutus bis in die höchsten Töne, in den Himmel hochgelobt und haben gesagt, ja, das ist viel besser, da gibt es 8% Cashback und bla. Gab es damals bei Crypto.com ganz am Anfang auch. Und ja, das ist viel besser und Crypto.com kannst du komplett vergessen und. Ich meine, wenn man sich jetzt allein den Crow-Token die letzten Tage anschaut, das war schon ganz nett, also wo das Video zumindest jetzt aufgenommen wurde. Und das andere ist halt auch das Thema, ich habe damals immer gesagt, die springen halt jetzt darüber und langfristig muss halt Plutus oder die nächste Krypto-Plattform, egal was da kommt, dann halt die Marketing-Ausgaben wieder reduzieren, mit dem halt dieses Cashback stark finanziert wurde, war ja bei Crypto.com nichts anderes. Und dann ist irgendwann auch wieder der Aufschrei richtig groß. Und das ist jetzt bei Plutus der Fall. Und der Hype ist weg. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal an, ob das nicht vielleicht doch langfristig eine interessante Geschichte sein könnte, dass man das nutzt oder eben nicht. Und da kommen wir doch zu den monatlichen Abos, die es bei Plutus gibt. Und zwar gibt es da eben den Starter, den Everyday und den Premium Plan. Und da ist halt der große Unterschied an der Anzahl der Perks, die du bekommst, da gehen wir nachher gleich drauf ein, und eben auf das Limit, wie viel Ausgaben du mit der Karte machen oder tätigen kannst, und bis zu diesem Limit kriegst du eben auch 3% Cashback drauf. Der Cashback wird in Form von Crypto Rewards ausgezahlt, eben im hauseigenen Plu Token, und wird nicht sofort wie bei Crypto.com, dass du den sofort auf deiner Wallet siehst, sondern müsste 45 Tage später erst ausgezahlt werden. Und da hast du natürlich dann ein gewisses Risiko der Kursschwankungen, was ja im Kryptobereich ganz normal ist. Und ihr habt auch die Möglichkeit, dass ihr hier nochmal mehr Plus kauft, also den hauseigenen Token, und den Stake. Dann gibt es nämlich bis zu 7% Rewards und bis zu 7 Perks. Ob ich das machen würde oder nicht, gehen wir wahrscheinlich im Fazit darauf ein. Aber zunächst ist ja die Frage, was sind denn überhaupt Perks? Perks ist nichts anderes als wie eine Rückerstattung von bestimmten Diensten. Du kannst eben verschiedene Monate, je nach Anzahl der Perks, die du im Tarif hast, auswählen. Und die kriegst du dann wieder bis zu einem Betrag. Auf der Homepage steht 10 Pfund im Monat zurückerstattet. Manche reden auch von 10 Euro. Aber auf alle Fälle kriegst du die Rückerstattung dann in Form des hauseigenen Plu-Tokens. Und wer da alles an Firmen dabei ist, wo du das nutzen kannst, das schauen wir uns jetzt genauer an. Ja, und hier haben wir jetzt noch die Liste mit den ganzen Perks, die da dabei sind. Also von Netflix bis hin McDonald's, PlayStation, ChatGPT, YouTube. Kannst du das also, oder auch beim Rewe oder Lidl, kannst du das halt sehr gut nutzen. Ich mache da noch mal ein Beispiel. Du gehst zum Rewe und kaufst für 12 Euro etwas, und jetzt nehmen wir mal an, es sind 10 Euro statt Pfund, dann würdest du halt einfach 10 Euro in Form von Plus in 45 Tagen wieder zurückerstattet bekommen als Cashback und hast halt sozusagen effektiv nur 2 Euro gezahlt. So funktioniert das. Es ist auch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Disney Plus Mitgliedschaft hast, die einfach, keine Ahnung, 13 Euro kostet, dann geht das nur bis 10 Euro. Also wie gesagt, es steht allerdings hier, dass es Pfund sind, das müsste ich einfach in meinem Praxistest erfahren, weil da habe ich jetzt widersprüchliche Ausführungen erhalten, beziehungsweise schreibt es doch in die Kommentare, wie es bei euch ist, wenn ihr selber Plutus schon nutzt. Und was wir hier rechts unten auch noch haben, ist eben Curve. Die sind nämlich auch mittlerweile Partner, und da könnt ihr halt durch diese 10 Euro oder
10 Pfund Rückerstattung mehr oder weniger Curve Black gratis bekommen. Und wenn du nicht weißt, was Curve eigentlich genau ist, packe ich dir mein neuestes Video zu Curve in die Videobeschreibung. Und deswegen finde ich das halt auch interessant, weil dann kannst du nochmal 1% zusätzliches Cashback mit Curve nutzen. Und finde ich, dann ist es schon eine interessante Sache. Aber ich muss sagen, ich habe schon die ein oder andere kritische Anmerkung auch zu der ganzen Geschichte. Punkt Nummer 1, die interne Exchange auf der Plattform funktioniert nicht. Das heißt, du kannst dort nicht Plus zum Beispiel in Fiat, also in Euro, wieder zurücktauschen. Das geht aktuell nur über einen Umweg über deine eigene Wallet. Und da weiß ich jetzt nicht, wie fit du bist im Crypto-Space. Ich kann das schon, das ist jetzt nicht das Thema. Aber für Neulinge ist es halt auch etwas schwieriger. Und ich muss auch persönlich sagen, es ist jetzt nicht wirklich vertrauensfördernd, wenn die eigene Plattform ihren eigenen Token nicht mehr in Euro zurücktauscht. Also das ist für mich ein großer Kritikpunkt. Dann hast du natürlich das Thema mit der Stabilität des Blue-Token. Ich meine, bei Crypto.com kriegst du sofort dein Cashback in Crow ausgezahlt, kannst es theoretisch sofort tauschen. Dann hast du auch wirklich den echten Wert. Aber wenn jetzt ich zum Beispiel sage, ich kriege 3% Cashback mit Blue, also in Form von Blue, und dann ist dir aber in 45 Tagen nur noch die Hälfte wert, dann ist es eigentlich nur noch 1,5% Cashback. Und das finde ich halt auch schwierig. Vielleicht jetzt, wenn wieder alles boomt, weniger das Problem. Aber es gibt ja auch andere Zeiten. Und ich habe mir jetzt auch den Blue angeguckt. Der schwankt natürlich auch extrem, so wie im Endeffekt alle Kryptowährungen. Ein weiterer Punkt ist das Thema Staking. Du musst sehr hohe Summen in Form des hauseigenen Blue-Token staken, um dann nochmal zusätzliche Perks und Cashback und so weiter zu bekommen. Und meine Erfahrung einfach im Crypto-Space ist, dass gerade bei so kleineren Plattformen würde ich niemals zu viel Geld dort liegen lassen. Da weiß niemand, die pleite gehen oder sonst was. Und das würde ich einfach nicht machen. Und deswegen ist, wenn die mit bis zu 9% jetzt werben, ist das schön und gut. Wir können mit 3% rechnen. Und zu guter Letzt gibt es auch immer wieder Beschwerden, dass die Karte bei Plutus nicht funktioniert oder nicht kommt. Oder manche können sich auch keine virtuelle Karte erstellen lassen. Also das kann ich natürlich, weil ich es selber nicht habe, nicht genauer verifizieren oder beurteilen. Aber es ist halt schon komisch, dass sich da immer wieder so Meldungen häufen. Und ich denke, das wird sich jetzt letztlich sowieso darauf hinauslaufen, dass wir das einfach zusammen mal testen müssen, wie das Ganze funktioniert. Mein Favorit für einen Test ist ja dann der Everyday Plan, weil wir kriegen 2 Perks und wir zahlen 10 Euro, also 9,99. Und wenn wir eben mindestens 20 Euro wieder zurückbekommen, haben wir immer noch einen 10er Plus gemacht. Und natürlich immer abhängig, ob der Blue schwankt. Aber das ist, finde ich, wenn dann der beste Deal, weil bei den 7 Euro zahlst du 7 Euro und kriegst 10 zurück. Also da kannst du gleich die 3 Euro mehr investieren, hast auch 500 Euro im Monat für den Cashback zum Ausgeben. Und da würde es mich ja sowieso interessieren, wie viel gebt ihr denn im Monat bei Kartenzahlungen aus? Wie gesagt, auf meinem Kanal werden es wahrscheinlich schon höhere Summen sein, aber es wird sich ja generell oft bei Cashback-Kreditkarten aufgeregt über die Limitierungen und die meisten zahlen dann viel zu wenig. Also schreibt es gerne in die Kommentare, weil das würde mich wirklich interessieren. Also für mich ist, wenn dann der Everyday-Plan das Abo, was wir testen könnten, wo ich sage, wenn das alles reibungslos funktioniert, der Blue halbwegs stabil ist, dann kann es schon eine interessante Ergänzung sein. Also vor allen Dingen zum Beispiel zur Amex oder eben auch der Crypto.com-Karte, je nachdem, ob du Meilen oder Cashback sammelst. Und ob sich die Crypto.com-Kreditkarte heutzutage 2024 noch lohnt, das findest du jetzt in diesem Video. Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß.